von uns erkennen. Und ja, ich bin jetzt seit 6 Wochen beim WTM. Und im Alter lässt das Gedächtnis ja nach. Besonders wenn man über 40 ist. Eines Morgens wache ich auf. Ich muss zum WTM. Verdammt. Was heißt nun mal WTM? Ich hab's vergessen. Ich gucke in meinem Notizbuch nach. Nichts. Also ich rase wie irre auf meinem Rad. In dem Zimmer, wo ich sitze, da sitzen zwei ganz nette Kerle, Sören und Stefan. Sören, Stefan, was heißt WTM? Das hat die gar nicht interessiert. Wir haben mich im gleichen Gespräch verwickelt über die Krise von Hannover 96. Naja, gut, denke ich. Ist mal zu Heidi und Astrid. Die haben doch bestimmt Verständnis dafür. Ja, da saßen 3 Leute vor der Tür, keine Chance. Also raus auf die Straße. Kinder. Ja, Kinder wissen das bestimmt. Ist auch eine kinderleichte Frage. Was heißt WTM? Ich frage eins von den Kindern, hey, was heißt WTM? Guckt mich groß an und sagt, wovon träumen Marienkäfer? Ja, hilft mir auch nicht weiter. Also wieder rein ins WTM. Geh in das erste Zimmer, was mir einfällt. Komm in die Halle, Fahrradwerkstatt. Hey, was heißt WTM? Weltmeister trotz Müdigkeit. Also, irgendwie nimmt mich keiner ernst hier. Ich gehe zu Alina rein. Alina, was heißt WTM? Sie guckt mich an und fragt, wird Tatjana Model? Also Mensch, was ist denn heute los? Keiner nimmt mich ernst. Ich gehe ins nächste Zimmer, Bürgerbüro. Was heißt WTM? Antwort, wir tanzen Mambo. Also, das ist ja wie verrückt. So kann das nicht weitergehen. In der Küche, genau, ich gehe in die Küche. So Elsa und Alem, die sind immer super nett und haben Verständnis für alles. Sagt, Leute, was heißt WTM? Da haben die, Mensch, doch klar, das Motto haben wir erfunden, denn wir in der Küche. Das heißt, Wirsing tötet Melancholie. Ja, das hört sich toll an, aber ich glaube das nicht. Da läuft mir Tina über den Weg. Hey Tina, was heißt WTM? Tina sagt, guckt mich an und strahlt und sagt, wirklich talentierte Massen. Also irgendwann muss man wissen, was WTM heißt. Ach, unsere tolle Politikerin, Frau Geschke, Edeltraut Inge Geschke, die ist intelligent und kommt rum. Die ist auf jeder Veranstaltung. Ich weiß garantiert, was WTM heißt. Hey, Frau Geschke, was heißt WTM? Aber Frau Geschke, redet nur was vom 20. Januar, Wahlen und hatte irgendwie so einen glasigen Blick, hat mir gar nicht richtig zugehört, guckte mich nur an und sagte, Wechselwähler tanken Milchkaffee. Also jetzt war mir das zu bunt. Ich sage, jetzt gehe ich nochmal, versuch nochmal bei Heidi und Astrid. Da muss doch jetzt irgendwann eine Antwort rauskommen. Ne? Endlich, die Leute sind raus, Heidi und Astrid sind da. Ich kann zum letzten Mal heute mal eine Frage stellen und sagen, Mensch, was heißt nochmal WTM? Ich habe es vergessen. Ja, strahlt mich Astrid an und sagt, wahnsinnig tolerante Menschen. Dankeschön.